Kriegt guter Fisch. Guter Fisch. Da taucht jetzt ein richtiger Mops auf. Wunderschöner Fisch. Was für eine tolle Farbe auch. Und heute geht es darum, euch ein bisschen was zu erzählen über Vorfächer, über hechtsicheres Twitchen. Wunderschöner Twitch-Marsch. Ein kleines Twitch-Tutorial. Oh, Fisch, 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 guter Fisch. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Barschalam-Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Barschalam. In dieser Episode geht es mal ums Thema Twitchen. Da gibt es einen Rundumschlag. Alles, was man zum Thema Twitchen wissen muss. Wir stehen hier an einem Krautfeld. Unser Wobbler läuft genau in der richtigen Tiefe. Der rasiert die Spitzen von den Gräsern und wird dementsprechend die Barsche anlocken und vielleicht auch Hechte. Und alles, was man in dieser Situation wissen muss, erfahrt ihr in diesem wunderbaren Video, das mit Biss und einem Live-Fisch startet. Wie man es am liebsten hat als Barschalarm-Filmdreher. Schöner Barsch im Übrigen. Ach, der Kescher ist zu gut eingebaut. Das wird ein Tipp sein. Haltet euren Kescher griffbereit. Dann könnt ihr diese Dinger ganz souverän einsammeln. Der hat jetzt richtig Glück gehabt. Der hintere Haken hängt da nicht drin. Der Hitch geht beiseite. Der Barsch wird kurz präsentiert. Darf wieder schwimmen. Erster Tipp. Kescher bereit hinlegen, nicht einbauen. An der Kamera im Übrigen kein geringerer als Matthias Fuhrmann himself. Und wieder. So, inzwischen ist die Kelle bereit. Hier wollte sich das Boot noch mal von unten anschauen. Und hat sich schon ausgehakt. Ein wunderschöner Fisch. Wunderschön gezeichnet. So macht Twitchen doch richtig Spaß. Und so macht's doch Bock, sich mal in das Thema reinzufuchsen. Das Allerwichtigste beim Twitchen ist Vertrauen in den Köder. Ne? Dieses Vertrauen in den Wobbler ist deshalb so wichtig, weil ihr die Fische manchmal richtig rauskitzeln müsst. Da wird nicht irgendwie schnell geangelt und so. Da wird man manchmal den Wobbler echt ein paar Sekunden stehen lassen müssen. Und richtig gut fischt man die dann wirklich nur, wenn man weiß, dieser Köder fängt Fische. Wie zum Beispiel der Hitch. 6 cm lang, 5 Gramm schwer. Schöner Fisch. Also Petri, Dank. Jetzt nicht mal, weil er riesengroß ist, das wird kein 40er sein, N30er. Aber schaut euch mal diesen wunderschönen Fisch an. Was für schöne Streifen, was für schöne Flossen. Und einen individuellen Haarschnitt hat er sich auch ausgedacht. So wünscht man es sich. Und ich denke, das wäre heute mal eine gute Gelegenheit, meine besten Twitch-Tricks auszupacken. Einer von ihnen ist schon mal, sich erhöht zu stellen und von oben nach unten zu arbeiten. Durch diese erhöhte Position kann ich halt die Rute schön über der Wasseroberfläche führen, krieg nicht so viel Wind rein. Na, es windet, ihr werdet es hören. Der Wind kommt ja voll auf die Kamera geblasen heute leider. Und dann habe ich halt nicht so einen großen Schnurbogen und merke die Bisse. Und die Bisse kommen tatsächlich auf den stillstehenden Wobbler als Tock. Gibt wirklich so einen richtig schönen kleinen Tock. Oft auf diesen Tock, das ist der zweite Trick, der ist super, gibt es einen soften Anschlag. Nicht zu doll, wir haben zwei Drillinge dran, der Barsch hat ein weiches Maul. Na, die Drillinge sind super scharf, aber so einen kleinen Tock kann man ihnen schon mitgeben. Nächster Trick, Bremse. Bremse auf keinen Fall komplett zumachen.
wenn man mit sehr fein, oder zumindest wenn man mit sehr feinem Gerät angelt, weil ich fische hier eine 10er Schnur, ein 20er Fluorcarbon, 2, irgendwas Kilo Stahl. Und wenn dann der große Hecht einschlägt, die Bremse zu ist und der Anhieb kommt, dann macht es einen Knall und der Hecht ist weg. Braucht kein Mensch. Und der Barsch braucht beim Twitchen auf keinen Fall eine geschlossene Bremse. Scharfe Haken, viele Haken, der muss es selber schaffen. Da kann er ruhig ein bisschen Puffer kriegen. Dann ganz locker hier aus dem Handgelenk, Twitch, Twitch, Pause. Das ist auch so ein Thema. Ich twitch zweimal kurz an, dann schießt der Wobbler zweimal in unterschiedliche Richtungen, bricht aus und stellt sich dann hin. Und in diesem Moment wird er gepackt. Meistens wirklich in der Pause. Aber es kann halt sein, dass es an anderen Tagen auch mal gut ist, dreimal anzutwitchen und eine lange Pause zu machen. Es kann sein, dass du fünfmal voll anballern musst, um wieder eine Pause zu machen, um die darauf aufmerksam zu machen mit der Rassel, um einfach ein bisschen Krach zu machen. Man muss es immer von Tag für Tag und teilweise von Wobbler zu Wobbler ausfindig machen, was die Fische gerade wollen. Jetzt arbeite ich immer, das ist das Erste, mit dem ich arbeite, ist immer 2 Twitches, 3 Sekunden Pause. Dann würde ich sagen, als Nächstes, jetzt habe ich ein bisschen Kraut gefasst, passiert halt immer mal, über diesem Kraut oder in diesem Kraut stehen die Barsche und die kommen dann nach oben geschossen, um diesen scheinbar angeschlagenen kleinen Beutefisch hier zu packen. Als Erstes mal mit dem Grey Fire angefangen. Grey Fire, ein Weißfischimitat, dunkler Rücken, helle Silberflunke und aber unten diesen fluororangen Bauch. Auch einer von meinen Specials, die ich gerne an euch weitergebe. Ich mag es voll gern, wenn auf den Wobblern, an den Wobblern irgendwelche UV-Punkte dran sind. Irgendwas Orangenes. Orangener Bauch finde ich Killer für Barsch. Wenn ich Wobbler habe, die kein Orange dran haben, komme ich oft mit Einzelhaken, die hinten eine orangene Feder dran haben. Ich glaube, dass solche Fixpunkte absolut punkten können. Da habe ich jetzt schon wieder Fettkraut drin. Der nächste Trick ist, den Angelplatz von Unrat zu säubern. Da muss erstmal ein bisschen Kraut weg, ne, dass man da auch locker durchkommt. Wenn ich das noch 10-mal mache, habe ich die eine Bahn frei. Das ist natürlich nur ein Spaß, aber es ist halt schon gut, wenn man, also gut ist, wenn der Wobbler, wenn ihr Kraut habt, ne, wenn der Wobbler genauso tief läuft, dass der die Krautspitzen immer mal noch so mitnimmt. Hast du zwar immer mal einen Krautfaden, den du mit reinziehst, gar nicht so selten dann, aber dieses Ticken am Kraut, das macht die Fische heiß. Das sieht dann halt auch aus, da wird sich viel bewegen, das sieht gut aus und davor wird ein dicker Fisch gefangen. Das sieht auch gut aus, da. Ja. Da müssen wir mal kurz unterbrechen, Hannes. Der Kollege hat ein Aaland. Monster-Aaland. Nein, und der Hannes hat einen Aussteiger. So. Dieser junge Mann, das ist der Wolfram und der kann richtig gut twitchen. Das ist quasi sein Hobby. Richtig schöner Aaland auch dabei. Petri! So, dann erstmal das Ding auf Tiefe ballern. Heißt 3-4 schnelle Twitches, dann ist der auf Arbeitstiefe und dann halt schön langsam bapp, bapp, stehen lassen, bapp, bapp, stehen lassen. Dann kann man natürlich auch modifizieren, wie stark man da reinhaut. Ne? Wenn ihr Wobbler mit Rasseln habt, macht es manchmal schon Sinn, richtig drauf zu donnern, erstmal bam, 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 dreimal richtig stark reinzuklopfen, dass die Fische halt aus einer gewissen Entfernung zum Wobbler gezogen werden. Gibt es aber auch wieder das
entgegengesetzte Ding, dass man halt mit den Rasseln die Fische auch vergrämen kann. Dann wären Silent-Modelle wieder besser. In dem Fall, wobei so richtig Silent sind die Wobbler ja nie. Die Sprengringe klappern, die Drillinge klappern. Also am Ende, wenn auf einem Wobbler Silent steht, das ist auch eine halbe Mogelpackung, dann sind halt keine Rasseln drin. Aber ganz Silent sind sie nie. Mr. Twitch. Aber immerhin müssen wir das nicht umbenennen. Kannst du mal keschern irgendwie? Dass wir alles alleine machen, Wolfram. Erfolg macht einsam. Aber sehr gern. Mach gleich einen Haken ab. Machen wir noch schnell sauber, bevor er ins Kästchen marschiert. So, ein paar Cranks hat er auch dabei, die brauchen wir heute aber vermutlich nicht. Jetzt muss es der hier richten. Der nächste Trick ist, sich die Stahlvorfächer selber zu basteln. Und zwar das dünnste Material von Zeck zu verwenden. Dann so einen Mikroring zu nehmen anstatt eines Wirbels. Weil der Wirbel, wir haben hier einen Suspender, ne? Ein Wirbel hat Gewicht, der zieht das Ganze dann so ein bisschen runter. Wollen wir nicht. Und dann ist natürlich hier ein kleiner Einhänger mit einer großen Tragkraft, mit einer großen Spannung gut. Wie zum Beispiel der 00er Egg-Snap. Da hinten ist jetzt schon wieder ein Fisch gekommen, der hier einen absabbelt. Leute, das Schöne ist, dass sich manche Sachen einfach direkt bestätigen. Gerade haben wir es noch vom Stahlvorfach gehabt. Zack, schnalzt der Hecht drauf. Das ist jetzt ja ein schöner, ein recht großer. Oft haben wir es beim Barschangeln mit kleineren Hechten zu tun, mit den Fritten. Für die muss einfach ein Stahl ran. Das muss man machen. Das ist fair, kostet nicht so viel. Ist auch schnell gemacht, ne? So ein Stahlvorfach herzustellen, kostet nicht 3 Minuten. Die 3 Minuten und die paar Euro sollten uns gute Fänge auch oft wert sein. Ne? Denn oft ist es nicht nur so, dass man eine Fritte fängt. Oft kann einem auch so ein Hecht einen Angeltag retten. Wenn nur die kleinen Barsche beißen und da der große Hecht kommt, ist es nämlich der große Hecht, der am Ende auf Insta landen oder sonst wo. Bei manchen ja auch in der Pfanne. Der nächste Trick, den ich euch verrate, ist, und der ist ganz krass, dass ihr die Rute an den Wobbler anpassen müsst. Während kleine Twitchbaits super gut auch mit einer Rute zu führen sind, die sich ein bisschen biegt, ne? Die wir brauchen, diese Biegung, dass es sich auflädt. Sind es bei den großen Wobblern, dann schon brauchst du eher eine etwas härtere Route. Also nicht, dass ich jetzt empfehlen will, mit einem Lämmerschwanz zu twitchen, aber kleine Wobbler, kleine Twitchbaits fisch ich gerne mit der L, Barschalarm Twitch and Play L. Oder den entsprechenden BCs und die großen eben dann mit der 15 Gramm Version. In jedem Fall machen sich vom Boot kürzere Routen da gut. So, es macht aber auch mal Sinn, über relativ tiefem Wasser mal einen Flachläufer durchzutwitschen, weil wenn ihr Futterfischschwärme unter der Oberfläche seht, dann ist es schon so, dass die Barsche natürlich auch nach da oben kommen müssen, um sich ein Fischchen zu schnappen. Wenn ich da jetzt einen super Tiefläufer anbiete, kann es echt sein, dass ich unter der Beute. Kann sogar sein, dass man unter den Barschen durchfischt. Macht dann wenig Sinn. Deswegen auch immer mal checken, ob ein Flachläufer nicht mal besser ist. Selbiges probiere ich gerade. Habe dementsprechend die
wieder etwas weichere Rute. Na, die sich in der Spitze ein bisschen durchbiegt. Das macht sich halt auch sehr gut, wenn ihr einen Fisch am Haken habt. Na, manchmal sitzen die auch auf den Twitchbaits ganz, ganz knirsch, ganz knapp. Wenn da die Rute zu hart ist, dann bringt er den Fisch nicht nach Hause. Und insofern macht sich das etwas weichere oft gut. Und in diesem Fall hat sich bestätigt, dass der Flachläufer eine gute Variante ist. Und wenn die so außen gehakt sind, das sieht man ja, wie sie gehakt sind, kann man schnell mal ins Maul greifen. Wenn die anders gehakt sind, würde ich das nicht empfehlen. Ich habe schon diverse Wobblerhaken aus meinen Fingern raus operiert. Dreimal. Immer besonders schön, wenn der Barsch dann noch an einem Haken hängt und der andere im Finger drin ist. Damit wollen wir aber dich nicht belasten, lieber Barsch. Tschüss. Und vielen Dank. Okay, das war der kleine Hitch. Jetzt sind wir wieder ein bisschen tiefer unterwegs. Das heißt, es ist wieder Zeit für den großen Tiefläufer. Allerdings hat mir der Barsch nicht genug Bisse gebracht. Jetzt probieren wir halt mal den Klassiker, oder Leute? Den Feuertiger. Nicht umsonst das bestverkaufte Design bei allen Firmen. Ein Feuertiger mögt er halt einfach. Und ich habe den, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, hier orangene Elemente. Darauf stehe ich. Der hat jetzt auch noch einen orangenen Bauch. Hoffen wir mal, dass die Barsche auch draufstehen. Der fliegt schon auch geil. Also wenn ihr einzelne Barsche euch zusammensucht, kann ich euch nicht empfehlen, die Drillinge hinten zwingend abzumachen. Müsst ihr nicht machen. Aber ich finde, man muss es tun, wenn man sehr viele Fische fängt und kleine Fische vor allem. Dann ist es schon echt sehr fair den Barschen gegenüber. Weil die kleinen Barsche, wenn die sich über den Wobbler drüber schieben, ne, wenn die richtig den reinhauen, dann hast du mit einem Drilling kaum eine Chance, den Barsch irgendwie zu releasen. Und man braucht ja keine kleinen Barsche platt zu machen für den eigenen Angelspaß. Deswegen sollte ich jemals eine Twitchbait-Schiene rausbringen, gäbe es bei mir den Endhaken serienmäßig als Einzelhaken mit einer Feder und vielleicht noch ein bisschen Glitzer drin. Ich habe gehört, da ist was in der Pipeline. Schönes Kraut. Ja. Das hier ist auch ein Tipp, ne? Leute, Kraut ist ein gutes Zeichen. Gesundes, schönes Kraut. Das mag der Barsch einfach. Das mag der Barsch nicht nur, um sich zu verstecken, sondern der weiß halt, dass da auch viele, viele Kleinfische am Start sind. Dementsprechend sucht er diesen Krautfeldern, sucht er diese Krautfelder gern auf. Der ist richtig reingetockt. Schaut mal her. Das ist genau das, was ich gemeint habe. Es ist so witzig, dass sich die Dinge oft direkt bestätigen. Ne? Gerade eben habe ich euch was von Einzelhaken erzählt. Und jetzt habe ich hier einen Barsch, der sich genauso drüber gestülpt hat, wie ich das gesagt habe. Ja, wie gesagt, wenn ihr den Barschen eine Freude machen wollt, könnt ihr gern mal abrüsten. Wäre in meinem Sinne. Da will ich euch alle hinbringen. Das ist hart, ne? Jungs, überlegt mal mit diesem Einzelhaken. Ich finde es total gut. Wenn ich an der Spree angel und im Winter da teilweise 50 Barsche fange, oder auch im Mai jetzt, dann klemme ich mir sogar die Widerhaken am Drilling an. Dann fische ich einen Drilling mit angeklemmten Widerhaken und einen Einzelhaken. Fangen dann immer noch genug Fische und ab und an steigt dann vielleicht mal einer aus, wenn er schlecht gehakt ist oder wenn man Drillfehler macht. Man wird dann auch zum besseren Angler. Also,
Fisch. Der kam jetzt nicht als Tock, das heißt, der wird ihn nicht inhaliert haben. Das heißt wiederum, wir drillen ihn schön vorsichtig ran. Ihr seht, wie schön die Spitze nachwippt. Ich sehe es. Sehe, nicht bestätigt, hängt knapp. Zack, da muss man den Wobbler gar nicht groß reinlegen. Hier knapp gehakt, ist auch gefangen. Wunderschöner Fisch. Und tschüss. So, jetzt regnet's, deswegen gibt's eine ganz schnelle Tackle-Minute. In der heutigen Tackle-Minute möchte ich euch die perfekte Route zum leichten Twitchen vorstellen. Es ist die Twitch and Play L. 2,1 Meter lang, Wurfgewicht 3 bis 10 Gramm. Wirft die kleinen Wobbler super, manipuliert die kleinen Wobbler super, ist super leicht, kurzer Griff, lässt sich schön handeln. Eine nicht zu harte Spitze, hält die Fische, überpowert die Wobbler nicht, die trägt ihren Namen nicht umsonst. Kombiniert habe ich sie mit einer 2000er Cardiff und wie so oft fische ich 10er Momoi Cast PE. Eine traumhafte Weitwurfschnur. Und mit der Schnur, mit der Rute kriegt ihr auch die kleinen Wobbler richtig weit raus, könnt die Barsche aus großer Distanz ans Boot twitchen. Viel Spaß dabei. Ganz oft habe ich ja schon in Berichten und auch vorherigen Barschalarm-Episoden erzählt, dass die Wobbler eigentlich auf Mono optimiert sind und Mono natürlich den Vorteil mit sich bringt, dass es leise ist, dass die Fische die Schnur nicht so gut sehen, dass die Schnur eine Dehnung hat. Die Dehnung im Drill natürlich auch hilft, die Fische zu halten und so. Flucarbon, auch eine gute Option. Noch unsichtbarer, bisschen weniger Dehnung. Aber das macht man natürlich nur, wenn man sich eine Twitch-Route mit in Urlaub nimmt oder zu Hause hat. Und hier muss ich mit der L so viel machen. Die muss Gummifische schmeißen, die muss mal Dropshotten, die muss mal einen Texas Rig fischen und so weiter. Dann ist Geflecht natürlich schon besser. Oh, kriegt guter Fisch, guter Fisch. Guter, jetzt haben wir einen richtig schönen. Der Hitch. Ich sag's ja schon seit Jahren. Oh ja. Da taucht jetzt ein richtiger Mops auf. Ui, 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 den wollen wir natürlich haben. Herrlich. Oh, da haben wir ihn voll weggefetzt. Das war auch zu spüren am Biss. Also, dass der den weghaut, gehauen hat, hat man gemerkt. Das ist ja richtig, das habt ihr auch gesehen, wenn die GoPro das mitgemacht hat. Dann habt ihr gesehen, wie die Schnur da rausgefetzt ist. So, das ist doch ein wunderschöner Fisch. Was für eine tolle Farbe auch, ne? Also Ayu ist auch eine tolle Farbe. Fangfarbe. Barsch. Einfach eine wunderschöne Fischfarbe. Ein wunderschöner Twitch-Barsch. Darf natürlich sofort wieder schwimmen. Da hinten zappelt auch einer. Und dann kommt schon der nächste Kandidat. Schon wieder auf Hitch. Wie geil ist denn das? Das ist auch ein Tipp. Na, wenn ihr mit Wobblern zu tun habt, kann man Barsch auch mal gerne um den Bauch fassen. Gibt es weniger Aua. Und ein Drilling abmachen. Jetzt seht ihr, hier ein Drilling fehlt. Das finde ich sehr begrüßenswert. Guter Mann. Und da habe ich noch mal einen. Also bei mir läuft's heute. Setz dich frei. Na? Das ist der nächste Twitch-Tipp. Nehmt euch einfach ein paar Leute mit, müsst ihr die Fische nicht mal selber fangen. Oh, Fisch, 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 guter Fisch. Guter Fisch.
Und was ist es? Wieder eine Fritte. Viele von euch müssen jetzt tierisch Angst haben, dass ihr Fluorcarbon durchgeht. Muss ich gar nicht, weil ich habe ja ein Stahlvorfach dran. Ein 3-Minuten-Stahl. So, da hast du den. So, jetzt, das ist laut. Danke. Also, sehr gut, dass ich das Stahlvorfach montiert habe. Ihr seht hier das allerletzte Ende von dem Egg-Snap raus. Der Wobbler ist komplett weggefetzt. Ohne Stahl wäre der Fisch mit Wobbler weg. Wobbler weg, Fisch. Wäre nicht so gut für ihn. Wir operieren. Das wird schön, die OP. Und freuen uns sehr. Boah, ist der rein. Der Matthias bereitet hier, also müssen wir auch mal zeigen, danke Matthias für die Kameraarbeit, er bereitet uns ein köstliches Würstchen vor und muss ständig die Kamera schnappen, weil der Hitch so rasiert. Der nächste Hitcher. Reingehitcht. Reingehitcht. Da seht ihr ein bisschen Krautspitze rasiert. Da ist er. Macht seinen Job. Das Bratwurstbraten hat seine eigenen Gesetze. Wenn die Gaskartusche nämlich fast leer ist und auch es kälter ist als gedacht. Wir haben jetzt heute früh 6 Grad plus gehabt, ne? Jetzt sind es vielleicht 8, 9 Grad. Dann müsst ihr der Wärme spenden. Dann kriegen die Jungs auch eine ordentliche Bratwurst. Jetzt hat es nochmal richtig geschnackelt. Ui, 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 ui. Schöne Kirsche erneut. War ganz knapp gehakt. Ganz knapp. Aber heimgebracht. Das kann man mal sagen, war knapp gehakt. So. Das rausgelegt eigentlich nur. Ne? Wirklich. Mit feinster Hand ausgedrillt. Hat Glück gehabt. Schöner Fisch nochmal. Leute, in diesem Sinne, Hitch, Hitch, Hurra! Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Barschalarm! Ciao.